Heute bin ich mit meiner Carrera am Starnberger See unterwegs. Neben schönen Aufnahmen gibt es einen kurzen Review der Uhr und ich zeige euch, wie sich die Uhr an einem kleineren Handgelenk trägt. Aber erst einmal von vorne. Hallo zusammen, ich reise ein paar Tage durch Bayern und habe diesmal meine Tagheuer Carrera Kaliber 16 dabei. Hier ist das gute Stück. Hab unglaublich viele Impressionen gesammelt von der Gegend und natürlich von der Uhr, die ich euch zeigen möchte. Ich wünsche euch nun viel Freude beim Schauen. Los geht's! Die Carrera ist ein Chronograph und hat somit eine Stoppuhrfunktion. Gut an den drei Unterzifferblättern auf dem schwarzen Zifferblatt zu sehen. Sowohl die Zeiger als auch Indizes sind in Silber gehalten, wie auch zwei der drei Hilfszifferblätter, die eine silberne Umrandung haben. Auf 3 Uhr befindet sich das Datum. Die Zeiger- und Stundenmarkierungen haben etwas Lume. So wird das Ablesen am Abend oder im Dunkeln erleichtert. Allerdings ist die Leuchtkraft bei weitem nicht mit einer Taucheruhr vergleichbar. Die Ablesbarkeit des Zifferblatts und damit der Uhrzeit ist exzellent. Die Uhr besitzt ein Saphirglas und hat eine Wasserdichtheit von 5 Bar, was ca. 50 Meter entspricht. Tagheuer verbaut in diesem Modell das Kaliber 16, ein ETA 7750 mit 42 Stunden Gangreserve. Meine Uhr hat eine hohe Ganggenauigkeit mit ca. 1 Sekunde Abweichung pro Tag. Das Gliederarmband besteht sowohl aus poliertem als auch aus feingebürstetem Stahl. Die polierten Stellen geben dem Armband den nötigen Bling. Die Sicherheitsfaltschließe mit 2 Drückern ist wertig verarbeitet. Schön flach, das heißt trägt nicht auf und das Band passt in meinem Fall trotz fehlender Mikroeinstellung gut an meinen Arm. Hier im Vergleich die Tagheuer Carrera neben meiner Seiko 5 Sports am Arm. Trotz einer Höhe von rund 16 mm passt die Tagheuer noch gerade unter meine Hemdsärmel und kann somit auch zum Business-Outfit getragen werden.